Sie nennen sich Mephistos Mob. Sie sind eine Gruppe von 25 Jugendlichen zwischen 20 und 30 Jahren, fahren schwere Motorräder, tragen uniformähnliche Lederkleidung, haben einen Präsidenten und bezeichnen sich als Motorradclub Berlin. Ende vorigen Jahres wurden sie im Zusammenhang mit Ausschreitungen in Lokalen von der Berliner Presse als Rockergruppe bezeichnet. Ein Name, den sie nicht gerne hören. Aber den meisten Bürgern sind sie ein Symbol für jugendliche Gewalttätigkeit. Es fragt sich, ob sie diese Vorurteile und Aggressionen zum Teil bewusst provozieren. Bewusst provozieren wollen wir die anderen nicht. Der größte Teil lassen sich die Älteren durch unsere Kleidung, unser Äußeres provozieren. Das ist meiner Meinung nach dann ihre Sache, wenn sie sich dadurch provozieren lassen. Denn handgreiflich sind wir meistens noch nie geworden, gegenüber Eltern und so weiter. Sie haben ihre eigene Welt, auch ihre eigene Moral. Manchmal haben sie auch Schwierigkeiten mit ihrer Umwelt, mit anderen Jugendgruppen. Die Schwierigkeit liegt da, da wir immer in Gruppen auftreten, ja, und da wir eine Gruppe sind, die zusammenhält, ja, was bei den anderen nicht drin ist, ja. Und daher fühlen die sich natürlich auch mal provoziert, ja. Das ist praktisch alles, was man dazu sagen kann.